Was mit Terra morgen? So einen Verband habe ich mal mit Voltaren um den schmerzenden Zeh getan gestern Abend noch, ne? Musste ich nach einer halben Stunde wieder abnehmen. Allein der Druck von dem ganz leichten Verband. Schmerzen. Also der linke Zeh macht auch immer noch Probleme. Ja, morgen bewölkt. Es hat krass geregnet die Nacht. Habe ich sogar schon mal von aufgewacht. Ja, es ist immer noch größtenteils wolkig. Aber gleichzeitig scheint irgendwie die Sonne. Ja, Kaffee. Ja, ich habe in der Stunde beim Ex-Kollegen gesprochen. Dann hatte ich einen Apparat von dieser Peel Office. Das ist wieder was ganz anderes. Und jetzt habe ich die letzten 2 Stunden an diesem Peel geschrieben. Ob das so super ist, weiß ich nicht. Aber ja, nachdem man diesen Appeal dann geschrieben hat und die sagen, ja, ne, wir stehen aber hinter unserer Entscheidung oder sonst was, dann kann man noch vor Gericht gehen. Dann entscheidet nochmal eine andere Stelle. Das mache ich auch. Nehmen wir alles mit. Draußen regnet es immer wieder, tiefe Wolken. Sonnenuntergang. Also ich würde ja gerne mal rauskommen, ne? Ich müsste jetzt nichts einkaufen oder so, was rechtfertigen würde, das Haus zu verlassen. Und, oh, die Webcam, die sieht so aus. Ne, echt überall Wolken und Regen. Ja, jetzt haben wir 5 vor 4. Ich habe genau außer das hier nichts gemacht. So, jetzt schreibe ich noch eine E-Mail an meinen ehemaligen Supervisor. Und dann habe ich Schnauze voll. Ich habe 3, 4 Bewerbungen rausgehauen an Unternehmen, die für die ich nicht qualifiziert bin. Aber man weiß nie. Manchmal sind die so desperate, jemanden zu finden. Aber das wäre auch erst im Januar. Gott, macht mich ein bisschen wahnsinnig, ne? Ich meine, ich hätte jetzt nicht super Bock, jeden Tag zu arbeiten, aber so ein bisschen arbeiten und Geld verdienen, das könnte mal wieder was sein. Was ich auf jeden Fall vermisse, ist, im Helikopter zu sitzen, durch die Gegend zu fliegen. Da könnt ihr glauben. So, jetzt mache ich noch die E-Mail fertig. Und dann reicht's mit Computer. Und dann überlege ich mir, ob ich noch fahre. Das muss ich allerdings in der nächsten Stunde machen. Das Wetter wird es entscheiden. Das Wetter wirklich, wirklich besser. Mit der E-Mail komme ich voran. Was soll ich noch sagen? Ach ja, Krypto ist mal wieder auf dem Weg nach oben ein bisschen. Ist ja sehr schön. Ist ja jetzt nicht super, super. Aber wenn das erst der Anfang ist von dem, was kommt, nehme ich. Ja, ist komisches Wetter. Ist allerdings auch nicht zu warm. 28,2 Grad ist hier drin. Sehr, sehr angenehm. Ja, ich würde ja am liebsten mal zum Meer fahren. Ne? Wenn der Wind ein bisschen nachlässt, dann schnappe ich mir eine Angelrute und mache noch ein paar Würfe. Wahrscheinlich wieder mit dem gleichen Typen, der immer da ist. Vielleicht sehe ich ihn ja mal was fangen. Der nimmt immer den gleichen Köder und die gleiche Technik. So eine Wasserkugel und dann so ein Gummifisch. Also damit habe ich noch nie jemanden was fangen sehen. Ja. Habe ich auch alles da. Könnte ich auch machen. Aber wenn der nichts fängt, warum sollte ich? Das wäre ein bisschen blöder, ne? So, ja, jemand wollte mir die Waschmaschine abkaufen. Hat mir $400 geboten. Hätte ich beinahe gemacht. Ich habe gesagt, 475 will ich schon haben. Meinst du, kannst du nicht? Dann wäre ich das Ding los und hätte $400. Aber das Ding ist mindestens noch 600 wert. Aber wahrscheinlich werde ich dann irgendwann. Oh. Ich sage nochmal 450 vielleicht. Einer ist auch an den Headsets interessiert. Aber boah, der wollte die Seriennummer und boah, der Typ geht mir ein bisschen auf den Keks. Aber ich will es aber auch vermeiden, da auf dem Marketplace eine schlechte Bewertung zu bekommen. Aber im Endeffekt ist mir das auch wurscht. So, der Tag ist vorbei. Fantastisch. Zumindest habe ich alles erledigt, was ich erledigen wollte. Leider, ey, dieser Appeal, dass ich da nicht reingeguckt in die Briefe, weil ist ja so bescheuert, ne? Also jetzt wird erstmal entschieden, ob sie es noch annehmen. Damit entschieden, über den Appeal entschieden und dann bla bla, ey. Ja, es sieht immer wieder übelster Regen durch. Genauso sieht es auf der anderen Seite auch aus. Könnte schon natürlich sein, dass es sich zum Teil einfärbt. Die App sagt nein. Der Wind.
ein bisschen nachgelassen, könnte aber ja auch dasselbe. Dazu kommt, dass wir gerade richtig hohe Wellen haben. An der North Shore bis 18 Fuß, also 7 Meter, 6, 7 Meter. Und ah, das ist auch ein Regenbogen, das deutet auch auf Regen hin. Das ist kein schöner. Und an der Westseite hat man immerhin 15 Fuß hohe Wellen, also 5 Meter, 4, 5 Meter. Und es weht halt. Ich glaube, ich muss nur heute irgendwo mal hin. So. Meine Blumen brauchen auch kein Wasser, weil es zwischendurch immer wieder regnet. Die stehen noch schön im Saft hier. Kleine Pflänzchen. Ja. Aber mir fällt schon ein bisschen die Decke auf den Kopf. Also ein bisschen mal raus, ne? Ein Bierchen schnell am Meer. Aber wenn es natürlich regnet, ein bisschen stärker wird der Regenbogen jetzt. Weit entfernt von schön. So, ich gucke mir jetzt nochmal die Staulage an. Und wenn es danach aussieht, als könnte es einen guten Sonnenschein geben, vielleicht fahre ich einfach mal. Ich war auch gestern, glaube ich, nicht draußen, oder? Ja, mein Gehirn ist ein bisschen Matsche von vor dem Computer sitzen so lang. Und daher. Was kann ich denn noch kaufen oder erledigen? Nix. Ja, das Radar sieht nicht gut aus. Sonnenuntergang sieht nicht gut aus. Es regnet. Der Regenbogen mittlerweile hier. Aber ich fahre jetzt trotzdem. Ich habe mir nämlich überlegt, ich könnte mir eine Riesenpackung hier Philadelphia kaufen. Frischkäse. Habe ich nämlich nicht mehr. Butter habe ich auch nicht. Das heißt, wenn ich das Brot essen will, das kann ich mir. Käse habe ich auch nicht mehr kaum. Gucken, was ich im Angebot finde. Ist wahrscheinlich beides nicht im Angebot. Aber ist egal. Ich fahre jetzt mal kurz ins Meer. Und dann bei Costco vorbei wahrscheinlich. Habe ich eine Ausrede gefunden. Auf geht's. Ist schon 5:30. Die Sonne geht mittlerweile unter um 6:09. Jo, ich bin unterwegs um 6:20 soll ich am Meer sein. Genau eine halbe Stunde mehr oder weniger vor Sonnenuntergang. Ja, durch den Regen ist die Luftfeuchtigkeit ganz schön oben gegangen. Das Thermometer hier zeigt nur 25 Grad, dann offiziell 28. Alles natürlich klamm und feucht jetzt. Egal. Wird schon wieder heller. Ja, wie befürchtet, super flach. Ein paar Angler sind wieder hier in der Ecke. Und genau vor mir kommen jetzt drei. Drei Angler. Die auch an die Spitze gehen, da wo ich hin will. Aber ist okay. Ja, ich will nur ein paar Würfel machen. Mal gucken, ob der Sonnenuntergang was wird. Was er wahrscheinlich nicht tut, wie man hier schon. Na, wer weiß. Auf jeden Fall bin ich mal draußen. Der Wind und die Wellen. Genau wie gedacht. Auch nicht gut. Aber ist egal. Ich glaube, so eine krasse Ebbe hatten wir schon lange nicht mehr. Also, dass es so flach ist, das Wasser ist schön klar. Aber man muss dann fast runterklettern und von da aus angeln, anstatt von hier oben. Da ist ja wirklich flach. Das gefällt mir ja noch weniger. Aber es, was soll ich machen? Sieht so aus, als wäre ich genau zu gegen Zeit fürs Segelboot hier. Sieht man durch die Kamera nicht, aber ich blende mein Foto ein. Ich glaube, ich habe gerade meinen größten Papillo gefangen. Ich blende mal ein Foto ein, wenn es was geworden ist. Und die Kollegen hier, die wollen den zum Essen. Hätte ich auch mitnehmen können, aber. Ja, das war ein geiler Zugriff auf den Topwater-Köder. Richtig geil. Hat sich gelohnt, hierher zu kommen. Nicht für den Sonnenuntergang, aber für den Fisch. Die Sonne ist gerade untergegangen. Noch sieht man ein bisschen Farbe da, aber gab keinen guten Sonnenuntergang. Ja, ich hatte nur einen einzigen Biss und das war ein schöner Papillo. Habe ich leider nicht auf Kamera natürlich, denn ich habe mal wieder gedacht, ich fange nichts. Aber meistens dann passiert's. Ja, noch ist nicht Ende. Ich habe hier noch ein paar Fische von mir rumschwimmen, aber die sind zu tief für meinen Topwater. Und ja, ich habe hier so ein paar Einheimische glücklich gemacht. Das war ein schöner Papillo. Da war nicht viel dran, der war ziemlich dünn, aber schön groß. 6:30, das Licht ist wunderschön.
Aber das kommt durch die Kamera fast ein bisschen besser rüber, als es in Wirklichkeit ist. So, ich fahre nach Hause, beziehungsweise jetzt erstmal bei Costco vorbei. Es war gut. Meine Hände stinken nach Fisch ohne Ende. Ich habe leider keine Videoaufnahme vom Fisch. Und das Foto ist, glaube ich, auch nicht so gut geworden. Aber was soll's. Es war auf jeden Fall geil, dass ich rausgekommen bin. So, bei Costco war ich. Mehr ausgegeben, als ich wollte und geplant hatte. $48. Aber die Ferrero Rocher waren alle. Und die waren immer noch im Angebot, da konnte ich nicht vorbeilaufen. Avocados waren auch alle. Und ja, dann die kleinen Pizzen habe ich nochmal mitgenommen. Die waren nämlich auch noch mal richtig cool im Angebot. Und dafür, wofür ich eigentlich gekommen bin, Philadelphia, war nicht im Angebot. Käse auch nicht. War jetzt nicht so super zwingend. Ich hoffe, der wird angeboten in den nächsten ein, zwei Wochen. Ansonsten muss ich halt nochmal $16 ausgeben für, ich glaube, 4 Pfund Käse. Der geht bei mir auch weg. So, ab nach Hus. Ach ja, ich habe ja noch ein Chicken gekauft. Eins dieser komischen Billig-Chicken für $5. Die jetzt in Tüten verkauft werden, anstatt in richtig schönen Verpackungen. Da muss ich auch mal gucken. Ja. Da sind wir wieder. So, diese Pizzen hier, ja. 12 Stück für $8,99. Da kann man ja nicht meckern. Das kostet mal so $13-14. Dieses blöde Chicken, ne? Das kommt jetzt in so einer Tüte. Das war vorher immer in einer schönen Hartplastikschale, die mindestens Mikrowellen, wenn nicht sogar ofenfest war. Ja. Hier natürlich, ne? Avocados. Ja, ich glaube, ich habe sogar noch eine. So, ja, jetzt Hunger habe ich. Gibt es wahrscheinlich ein Ciabatta-Brötchen mit ein bisschen Hühnchenfleisch. 7:30 mittlerweile. Ich mache jetzt mal das ganze Fleisch von diesem Hühnchen ab. Diese komische Tüte gefällt mir gar nicht. Außerdem kann ich es nochmal schön nachwürzen mit diesem geilen deutschen Gewürz. Also es gibt ja nichts Geileres als dieses Hühnchengewürz, entweder von Fuchs oder von, aber das von Fuchs ist schon das Beste, Hähnchengewürzsalz. Ey, das schmeckt einfach geil. Und deswegen würze ich das noch kurz ein bisschen nach. Na, auf jeden Fall wird es ja alles abgeschnibbelt da reingetan. Und wenn ich Bock auf Hühnchen habe, dann muss ich da nicht großartig rumschnibbeln. Und während das jetzt noch so warm ist, vom Zubereiten, lässt sich das so super geil vom Knochen lösen. Und ich hatte noch eins von diesen Dingern, wo das früher drin verkauft wurde, in solchen Dingern. Ja. So, das Hühnchen ist abgeknibbelt. Und beim Abknibbeln habe ich so viel Hühnchenfleisch gegessen, jetzt brauche ich nichts mehr. Jetzt trinke ich noch ein Glas Orangensaft und ich hoffe, das reicht. 8 Uhr mittlerweile, genau. Gut, ich gucke mir wahrscheinlich noch einen Film an und gucke, ob ich eine neue Serie starte, wenn irgendeine interessante läuft. Ja, es regnet und deswegen ist die Luftfeuchtigkeit hoch. Allerdings ist es auch nice runtergekühlt. 26,1 oder 7, kann ich nicht genau erkennen. Sieht eher wie eine 7 aus. Das Video von gestern muss ich auch noch zusammenschneiden, eventuell das von heute. Die waren ja super langweilig, wisst ihr ja schon. Und ja, und ansonsten weiß ich nicht. Da ist heute einer gestorben am North Shore. Der wurde von der Welle ins Meer gerissen, zusammen mit zwei Frauen. Die beiden Frauen sind beide direkt ins Krankenhaus gekommen irgendwie. Die eine ist in serious condition und die andere in critical condition. Aber frag mich nicht, was der Unterschied ist. Zumindest waren die Wellen zu dem Zeitpunkt 8 Fuß hoch und die wurden bis zu 18 Fuß hoch heute. Also das ist schon krass. Ich glaube, ich muss da mal hin. Ich habe mit Lukas telefoniert. Kriegt ja morgen seinen Zahn raus. Und jetzt will er sich ein Motorrad kaufen. Und zwar so eine uralte Karre, 1980er Baujahr. Und meinte, ey, das wäre doch was, da kannst du immer dann rumbasteln. Ich dachte immer, ich brauche nichts zum Rumbasteln, ich brauche eine Maschine, die fährt. Wenn überhaupt. Und für jetzt reicht es,
wenn ich mir eine leihe. Das Ding, das ist so alt. Und der, ey, das war lieber auf den ersten Blick, meint er. Also, ey, sowas wäre nichts für mich. Ich brauche nichts, woran ich rumbasteln kann. Wo hat er das denn jetzt her? Sieht man das? Nee. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall ist es super hässlich. Super alt. Kostet $1,500 und die er noch nicht mal hat. Der will jetzt mal gucken, ob er noch Rechnungen hat und bla und ob er noch irgendwie was Geld zusammenkratzen kann, damit er sich die holen kann. Der hat noch nicht mal einen Führerschein. Naja. Ich hole mir irgendwann Motorrad, aber dafür muss ich erstmal einen Job haben und einen Wohnsitz, den ich mindestens 2 Jahre halte. Das ist ja hier alles ungewiss jetzt gerade.